Hallo zurück zu Tears of the Kingdom. Link befindet sich im Garten der Zeit auf der verlassenen Himmelsinsel. Und soll dorthin, zum Tempel der Zeit. Dort soll sich angeblich laut diesem Dienerkonstrukt hier Zelda befinden. Willkommen im Garten der Zeit. Ich hörte, Prinzessin Zelda wartet dort, wo die Padkarte eine Markierung zeigt. Was ist der Garten der Zeit? Ja, dies ist der Garten der Zeit. Das Bauwerk, das im Norden zu sehen ist, ist der Tempel der Zeit. Vor langer Zeit war er rege besucht. Etliche Zeremonien des Königreichs fanden in seinen Mauern statt. Doch nun ist es ein verlassener Ort, keine Seele, die sich zeigt. Verzeihung, die Erinnerungen haben mich überwältigt. Begib dich zum angezeigten Ort. Bitte sieh dich stets vor auf deinem Weg. Ja, danke, das war jetzt keine große Erklärung, wo wir hier eigentlich sind. Okay, das Pura-Pad ist natürlich eine Abwandlung der Shiga-Tafel aus Breath of the Wild, beziehungsweise eine Weiterentwicklung, würde ich jetzt einfach einmal sagen. Und jetzt haben wir auch unsere Karte, Gott sei Dank. Ganz schön groß, die vergessene Himmelsinsel eigentlich, ne? Also ich meine natürlich nichts im Vergleich zur Gesamtkarte. Wieder einmal. So, das Album, die drei Fotos, die Zelda im Untergrund gemacht hat, sind auch da. Die Sonau-Statuen und das Wandbild. Aber jetzt ist halt natürlich die Frage, Zelda ist in diesen Abgrund gestürzt und dann verschwunden, puff, in einem goldenen Licht. Die mysteriöse Stimme, die uns dann gerettet hat, meinte, Zelda hätte viel von Link erzählt. Und dieses Dienerkonstrukt hier, offensichtlich ein uraltes mechanisches Geschöpf, hat das Pura-Pad von Zelda. Wo ist sie? Oder viel eher vielleicht sogar, wann ist sie? Wenn die Sonau ein uraltes Volk waren, das nicht mehr existiert. Aber Brückenbau konnten sie offensichtlich. Danke. Sehr praktisch. Ach ja, noch eine Energiesphäre, gut. Yay, noch eine Route. Wie schön. Ach so, ja. Das ist das Porzellan dieser Ära. Natürlich kann Link das auch wieder zerdeppern. Kein Krug in ganz Hyrule ist sicher vor ihm. Noch ein Dienerkonstrukt, hallo. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimm dich vor den Militärkonstrukten in Acht, ja? Was? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringlingen den Garaus zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten, scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mir dir eines jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren. Doch, bitte nicht wirklich angreifen. Nur probieren, ja? Süß. Du.
sei erneut vor den Militärkonstrukten gewarnt. Unsere Erschaffer trugen ihnen auf, dieses Land zu schützen. Ja, noch einmal, danke. Ja, ja, wissen wir alle schon. Yay! Oh. Sorry! Tut leid. Ich hab's immer noch nicht so mit der Steuerung. Oh, Äpfel. Nein. So, das wollte ich. Danke. Und noch ein Stock. Gut. Na gut, auf zum Tempel der Zeit. Das riesige schwebende Objekt da vorne. Frosch. Eine Spurtkröte. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Ah ja, okay, das hat sich also nicht geändert zu BOTW. Was haben wir denn hier Schönes? Ich weiß nicht, sorry Leute, aber mich erinnert der Artstil so an den goldenen Wald von Ghost of Tsushima. Aber sowas von. Natürlich mit den goldenen Bäumen, ja klar, aber auch allgemein. Diese Mauern mit dem Moos und den Flechten überwachsen. Ich liebe es. Ha, was ist das? Ach so, da kann man durchsehen. Ah ja, und Steine können wir natürlich auch wieder nehmen. Ja. Und Chilis gibt's auch wieder. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an den kalten Orten mollig warm fühlt. Übrigens, mollig warm. Kriegen wir irgendwann mal ein Oberteil hier? Ja, da wollen wir lieber nicht runterfallen. Bislang ist jetzt nicht so viel Aufregendes hier zu entdecken, wobei ich 100 pro schon irgendwas übersehen habe. Vielleicht irgendeine Truhe oder so. Oder... Nein. 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 Nein! Nein. Hoho, du hast mich gefunden! Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Grog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ein Grogsamen. Schön. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Ja, wir wissen auch, wieso er komisch riecht. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Ernsthaft, Nintendo. Ihr bringt die Krogs zurück. Warum? Warum? Oh.
Man merkt, Link hat immer noch Kleber an den Fingern, dass er halt überall raufklettern kann. Ach nein, keine Crocs, bitte! Ja, es wird etwas dauern, bis ich die Steuerung wirklich intus habe, Leute. In der Zwischenzeit werde ich häufiger mal das Falsche drücken. Aber diese Inseln schauen nicht aus, als wären sie natürlichen Ursprungs mit diesen Gittern, wo man durchschauen kann. Warte, wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist der Tempel? Tempel? Da drüben, okay. Schön, dieser Nebel. Oh. Auch ein Wächterkonstrukt. Militärkonstrukt, so heißen sie. Und die Waffentasche ist voll, natürlich. Wir werden vielleicht doch mal ein Äpfelchen essen. Äpfelchen essen, bitte? Kann ich das nur aus dem Menü machen? Offensichtlich. Ja. Naja, das hätten sie aber auch noch so implementieren können, dass man es aus dem Mini-Menü machen kann. Nani? Bist du denn? Laufvogel. Jetzt renne ich schon wieder in die... Ah, ich darf mich nicht von jedem Tier und von allem ablenken lassen hier. Sonst kommen wir in 10 Parts nicht zu dem Tempel der Zeit. What? Mal, wolltest du mich angreifen? Kann das Purapet eigentlich auch wieder als Fernglas agieren? Ich meine, es sind hier noch zwei Funktionen, die... Oh, Tagebuch, okay. Zwei Funktionen, die noch nicht verwendbar sind, ne? Mal da wieder. Noch mehr Himmelspilze. Ah, eine Truhe. Ich weiß nicht, können wir darauf klettern? Ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird, ne? Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Ausdauer. Außerdem Kopf überklettern eher nicht, oder? Komm, bitte gib mir jetzt nicht das erste Mal einen Game Over Screen. Nein, okay, gut. Geht nicht. Aber ein Versuch war es wert. Ah, da unten haben wir wieder Militärkonstrukte. Und ganz zufällig gut platzierte Felsen. Na gut, Leute.
Link! Stell dich nicht an. Okay, wir werden jetzt mal was essen, bevor wir hier doch noch drauf gehen. Nur weil wir das perfekte Ausweichen nicht drauf haben. Komm schon, ich will es einmal schaffen. Danke, geht doch. Das hat jetzt leider nicht viel gebracht, weil mein Stock kaputt wurde. Ein Ast! Dieser von einem Baum abgeschnittene Ast ist lang und gerade, sodass man damit fast wie mit einer Lanze zustechen kann. Oh, und wir haben natürlich... Ach Gott, nein, du nimmst den Ast nicht. Und die Waffentasche ist voll. Okay. Wir hauen einmal ein paar Ruten weg, würde ich sagen. Nein! Danke. Also gut, das Timing für das perfekte Ausweichen müssen wir uns noch angewöhnen. Aber es ist ja nicht so dramatisch. Okay, da oben waren wir gerade. Gott, ich freue mich so, das alles zu erkunden. Wie geil wird das? Ah, und schon wieder so ein künstlicher See. So, jetzt sind wir aber gleich da. Ach, hallo. Dienerkonstrukt noch. Sei gegrüßt. Der köstliche Duft hat dich hierher gelockt, habe ich recht? Die meisten Speisen werden wohlriechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Rösten? Oh, entschuldige. Ich musste gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Besuchern, die zum ersten Mal da sind, diverse Dinge zu erklären. Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte. Wir werden sie beantworten. Soweit zu diesem Punkt. Kehren wir nun zurück zum Thema Rösten. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie in die Hand nimmst und dann direkt neben das Lagerfeuer legst. Ich selbst esse ja nichts. Deswegen kann ich über den Geschmack nichts sagen. Das ist für mich lediglich ein Begriff. Aber von unseren Erschaffern weiß ich, dass das Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöht. Wenn du Zutaten hast, probier das Rösten doch mal hier am Lagerfeuer aus. Ja. Und da ist auch gleich ein Rösthimmelspilz. Die Hitze beim Rösten hat den Geschmack dieses Himmelspilzes noch verbessert. Außerdem kann der Pilz Herzen besser wieder auffüllen als ein ungeröstetes Exemplar. Jo, wir rösten mal alles, was wir haben. Röst, röst. Wie nah muss man dich hinlegen? Okay, der röstet. Okay.
Dann muss es also etwas näher sein. Es muss ja fast ins Feuer gelegt werden. Kann ich die Chili auch rösten? Ja, kann ich, aber bringt nichts. Okay. Vor allem, wo sind denn meine Äpfel? Ah, da habe ich die alle gefuttert jetzt gerade vorher. Ach, Menno. Ich hätte so gerne noch Äpfel geröstet. Ist hier irgendwo Äpfel? Äpfel. So. So, gut. Und ein Röstapfel. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füll dir Herzen auf. Sehr schön. Danke, Dienerkonstrukt. Okay, na dann. Da sind wir. Ist halt echt total verfallen hier. Tempel der Zeit. Ein alter Holzschild, ein alter abgenutzter Holzschild, der lediglich leichten Angriffen, zum Beispiel mit Pfeilen, standhalten kann. Oh, Gott sei Dank. Und ein verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Und die Waffentasche ist schon wieder voll. Und hier wieder so wie ein Zen-Garten. Ich liebe es, urgeil. So. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Rauru, der einstige Besitzer des rechten Arms. Und offenbar ein Sonau. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen.
Die verschlossene Pforte. Gut. Damit haben wir also die Schrein-Quests hier bekommen. Wie auch schon am vergessenen Plateau von Breath of the Wild. Gut, da kommen wir also nicht rein. Ich esse nochmal was, weil ich bin schon wieder ziemlich angeschlagen. Nur weil ich halt versuchen wollte, das perfekte Ausweichen zu machen. Kann ich da einfach runterspringen? Geronimo? Oh, Gott sei Dank. Oh? Ach so. Nur ein Stein. Oh Gott. Ich kriege jetzt schon wieder den Drang, jeden Stein hochzuheben, weil darunter könnte ja ein Krog sein. Das wäre halt auch ideal hier für einen. Aber ich befürchte, so lang können wir noch nicht schwimmen. Ich übersehe so hundertprozentig viel. Oh, Holzpfeile. Naja, dann sollten wir auch bald mal einen Bogen bekommen, ha? Ja, von dir nämlich. Bogen? Wo ist der Bogen hin verschwunden? Ein alter Holzbogen, ein hölzerner Bogen aus alter Zeit. Er ist nicht sehr stark, da er vor allem für die Jagd ausgelegt ist. Sehr gut. Immerhin kannst du noch schießen, Link. Was zum Teufel? Was ist das? Ach ja, und die Waffen zerbrechen natürlich immer noch, wie nur was. Na komm schon. Immer noch drücke ich die falschen Knöpfe, wie schön. Zerlegt das Konstrukt einfach mal den Baum neben ihm. Oh. Ein Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen, isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Jupp, das wissen wir ja schon. Ich will da nicht runterfallen, also gehen wir da durch lieber.
Weil wir müssen ja zu diesem Schrein da oben. Wow. Wie schön. Die untergehende Sonne. Meine Güte. Oh. Jesus. Ja, die anderen zwei Sputlinge lasse ich jetzt einfach mal, weil wir werden eh mehr als genug von den Dingen kriegen. Was haben wir da drüben denn wieder? Ah, so viel zu entdecken. Uko-Uho-Schrein. Also die Schreine haben auch wieder sehr merkwürdige Namen. Wie auch schon in BOTW. Aber sie schauen geil aus. Na gut, dann würde ich sagen, geben wir uns diesen ersten Schrein dann am Anfang des nächsten Parts. Danke fürs Zuschauen beim Erkunden der verlassenen Himmelsinsel. Link sagt tschüss, bis zum nächsten Mal bei Tears of the Kingdom. Keep gaming.